Der Bitcoin ist wieder auf Kurs zu einem neuen Allzeithoch. Heute übersprang die führende Kryptowährung erstmals seit April wieder die 60.000-Dollar-Marke. Seit dem Zwischentief im Juli hat sich der Bitcoin damit verdoppelt. Binnen eines Monats legte der Kurs um rund 40% zu. Und dazu begrüße ich den Blockchain-Experten Julian Horsp. Herr Horsp, worin sehen Sie denn die Gründe, die den Bitcoin jetzt wieder über die Marke von 60.000 Dollar getrieben haben? Schönen guten Abend. Es gibt derzeit sicher nur einen Grund. Das ist eine Hoffnung, dass der Bitcoin-ETF in den USA nächste Woche genehmigt wird. Derzeit gibt es zwei Kandidaten, die eine sehr gute Chance dafür haben. Und Bitcoin-Anleger hoffen natürlich auf dieses zusätzliche Instrument und diesen zusätzlichen Stimulus aus den USA. Manche sehen ja auch die Inflation als Treiber für den Bitcoin. Teilen Sie diese Einschätzung? Eher nicht. Ich würde der Inflation vielleicht 5% Effekt zurzeit auf den Bitcoin-Preis geben, 95% sicher. Dieses sogenannte Hopium, wie man das im Krypto-Jargon sagt, also diese Hoffnung auf den ETF. Inflation ist einfach noch nicht getestet für Bitcoin. Natürlich, Bitcoin hätte alles für ein inflationäres, resistentes, als inflationärer, resistenter Vermögenswert. Es ist limitiert. Es ist extrem attraktiv. Viele Leute sprechen immer von diesem digitalen Gold. Aber über die letzten knapp zwölf Jahre, seitdem Bitcoin existiert, gibt es einfach keine Erfahrungswerte, ob Bitcoin wie Gold in einer Inflationsphase sehr gut performen könnte oder nicht. Und nach dem Allzeithoch im April von fast 65.000 Dollar hat sich der Bitcoin ja in kurzer Zeit auch wieder mehr als halbiert. Hat er sich mit dieser Volatilität nicht als digitales Gold oder als Wertspeicher disqualifiziert? Ich glaube, damals im April waren die Emotionen bei den Anlegern schon extrem hoch. Viele dieser Anleger hatten, um nochmal vielleicht einen Krypto-Jargon zu verwenden, viel FOMO, also Fear of Missing Out, ganz viel Angst, irgendwie diese Rallye zu verpassen. Und das hat man auch ziemlich schön in den Daten gesehen, oft viel Kredit dafür verwendet, um Bitcoin-Käufe zu tätigen. Und wie so ein Domino-Effekt, wenn dann ein kleiner Stein fällt, weil vielleicht mal ein paar kleine Abverkäufe damals waren, das war damals genau diese Zeit, wo auch Elon Musk sehr viel zu Bitcoin getwittert hat. Und oft kann so ein kleiner Domino-Effekt dann zu einem ganz großen Fallen am Ende führen. Und genau so was ist damals auch passiert. Für mich ist es jetzt nicht, dass dadurch Bitcoin nicht ein digitales Gold langfristig sein kann. Bitcoin muss auch hier einfach noch ein bisschen erwachsen werden. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist derzeit knapp 1 Milliarde US-Dollar. Wie gesagt, es gibt noch keinen wirklichen Bitcoin-ETF. Hoffentlich Ende nächster Woche sieht das anders aus. Und wenn man das jetzt einfach nur mit physischem Gold vergleicht, hier sprechen wir von 10-facher Marktkapitalisierung. Wir sprechen natürlich von einem viel erfahrenen Markt und hoffentlich geht Bitcoin genau in diese Richtung. Für den Absturz mitverantwortlich war ja die scharfe Regulierung in China. Dort sind Kryptowährungen inzwischen so gut wie illegal. Fürchten Sie weiteren Gegenwind durch verstärkte Regulierungen in anderen Ländern? Definitiv. Ich glaube, dass alle Länder einerseits die Regulierung erhöhen werden, andererseits auch Steuern erhöhen werden. Man hört sowas zum Beispiel schon aus Österreich, dass diese Einjahreshaltefrist dort auch ein bisschen verändert werden oder komplett wegfallen soll. Und es wird natürlich in anderen Ländern auch drüber nachgedacht. Was ich aber nicht glaube, zumindest in den ganzen anderen Industrienationen, ist, dass wir so ein Verbot wie in China auch in den USA oder in Europa oder in den wichtigen asiatischen Märkten sehen werden, sondern vielmehr ein Versuch, den Anleger zu schützen. Inwieweit es tatsächlich eher ein Verhindern des Anlegers wird, in diese Vermögensklasse Zugriff zu bekommen oder tatsächlich ein Schutz. Ich gehöre hier eher natürlich zu der Seite, die sagen, man sollte hier schon offen für den Anleger auch sein. Klar, ein bisschen Regulierung, ein bisschen Schutz ist gut, aber zu viel ist zu viel des Guten. Und man hat das ja auch in China dann gesehen. Es gab dann einiges an Kapitalflüsse aus China hinaus und das würde dann auch in den anderen Ländern immer wieder passieren. Und man muss auch in China ein bisschen drauf schauen, wie geht es denn hier jetzt dort weiter? Will China hier ihre eigene Währung einfach ein bisschen vorbringen? Was sind denn hier wirklich die tieferen Hintergründe? Und kurz noch, was trauen Sie jetzt dem Bitcoin-Kurs noch zu bis zum Jahresende und darüber hinaus mittel- bis langfristig? Also kurzfristig, es ist immer sehr schwer, die Zukunft vorherzusagen, das ist ganz klar. Was Bitcoin jetzt über die nächsten 2-3 Monate macht,
Hängt natürlich auch viel jetzt von diesem Bitcoin-ETF ab. Wird er tatsächlich genehmigt nächste Woche? Welche anderen Faktoren spielen denn dort bis dorthin noch weiter mit? Ich denke, die berühmten 100.000 US-Dollar bei Bitcoin werden natürlich jetzt immer wahrscheinlicher. Es gibt einige Modelle, die diese 100.000 ja schon Anfang des Jahres vorhergesagt haben. Und ich denke, das ist absolut im Realistischen. Ich würde jetzt aber nicht irgendwie als Anleger hergehen und jetzt irgendwie nur auf diese nächsten 2-3 Monate spekulieren. Ich denke, das ist viel zu riskant. Bitcoin ist vor allem dafür bekannt, dass es ja über längere Zeit, über Jahre sehr, sehr, sehr gut an Performance hingelegt hat. Und das sehe ich viel wichtiger, als wie jetzt einfach nur auf die nächsten 2-3 Monate zu spekulieren. Sagte Julian Hosp. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Das war's von der Börse am Abend für diese Woche. Hier geht's weiter mit den neuesten Nachrichten. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.